Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video lernt ihr, wie ihr die Wetter-App bedient. Viel Spaß dabei! So, als erstes öffnen wir einmal die Wetter-App. Die seht ihr hier bei mir oben links in der Ecke. Genau, dann kommt ihr auf diese Startseite. Da habt, wenn ihr die App schon mal benutzt habt, seht ihr da schon eure ganzen eingetragenen Orte. Und wenn ihr dann ganz nach unten scrollt, dann könnt ihr einen neuen Ort hinzufügen. Und zwar rechts unten in der Ecke, da ist so eine Lupe, da klickt ihr einmal drauf. Und dann öffnet sich die Tastatur mit der Suchleiste oben. Dann gebt ihr da jetzt mal was ein, zum Beispiel hier ich jetzt Sydney. Und dann kommen da ganz viele verschiedene Vorschläge. Und dann klickt man jeweils auf den Vorschlag drauf, den man eingestellt haben möchte. Und jetzt hier zum Beispiel mal Flughafen Sydney Airport Drive. Und dann kommt das. Und wenn ich dann oben rechts in der Ecke auf Hinzufügen dann klicke, kann ich den Ort hinzufügen. Genau, dann müsst ihr hier gucken, wo sich der Ort eingeordnet hat. Hier zum Beispiel jetzt Sydney. Da sehe ich jetzt, wenn ich auf Sydney draufklicke, Sydney, da sind jetzt zum Beispiel 24 Grad. Und dann sieht man hier auch die Uhrzeiten, wann es wie viel Grad werden soll. Hier sieht man die nächsten 10 Tage, auch mit Regen und so weiter. Von wie viel bis wie viel Grad es werden soll. Sonnenuntergang und Aufgang sieht man, wie viel Prozent Feuchtigkeit die Luft hat. Und so weiter. Genau. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert kostenlos meinen Kanal. In dem nächsten Video zeige ich euch, wie ihr die App Notizen bedient. Tschüss, bis bald!